Ja, also wir machen heute hier eine Aktion. Du hast die Wahl für eine menschenrechtliche Behindertenpolitik, weil wir einfach aufzeigen wollen, wohin es mit der Politik endlich mal gehen sollte, was das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung, Teilhabe, die Wahlfreiheit in Bezug auf, wie kann ich selbstbestimmt leben, wo möchte ich selbstbestimmt leben, wo möchte ich zur Schule gehen, arbeiten. Und wir wollen, dass dieses Thema Menschen mit Behinderung endlich viel stärker in das Bewusstsein der Parteien rückt, weil leider ist es auch so, im Wahlkampf ist das Thema überhaupt nicht präsent. Und auch in den Medien wird es bisher nicht berücksichtigt, weil ich glaube, die meisten Politikerinnen haben entweder zu wenige Erfahrung oder denken, das ist kein gewinnträchtiges Thema, um Stimmen zu gewinnen und Wähler zu mobilisieren. Dabei haben wir mehr als 8,5 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung in Deutschland, also eine ziemlich große Wählerschaft, die natürlich auch darauf wartet, dass sich auch endlich mal ihre Lebenssituation nachhaltig verbessert und von der Politik und den unterschiedlichen Parteien auch ernst genommen wird. Und das wollen wir halt mit dieser Wahlaktion suggerieren und auch die Bürger, so, die jetzt hier so rumlaufen, Bürgerinnen und Bürger, so ein bisschen mobilisieren, auch mal zu schauen, okay, das sind eben die Anliegen von Menschen mit Behinderungen. Dazu haben wir unterschiedliche Stimmzettel angefertigt mit Sprüchen. Die Stimmzettel sehen so aus, dass wir auf der einen Seite Forderungen für eine gute Behindertenpolitik aufgelistet haben und auf der rechten Seite, auf der rechten Spalte, die Sachen aufgelistet haben, die uns leider heute immer noch für uns bittere Realität sind. Ich bin Jessica Schröder. Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben, eine Selbstvertretungsorganisation von behinderten Menschen, eine behinderungsübergreifende Menschenrechtsorganisation, die sich für eine menschenrechtskonforme Behindertenpolitik einsetzt. Und ich bin sehr stolz auf alle, die heute hier mitmachen, auf das ganze Publikum. Und ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger animieren, die hier vorbeikommen, heute selbst mitzuwählen und mitzuentscheiden, wohin es mit unserer Politik in Deutschland gehen soll. Wollen wir endlich mehr Barrierefreiheit, nicht nur in den Köpfen, sondern in der Privatwirtschaft, für digitale Produkte, für die bauliche Umwelt, für den öffentlichen Personennahverkehr, damit endlich Menschen, die eine Körperbeeinträchtigung haben, die zum Beispiel einen Rollstuhl nutzen oder einen Rollator, endlich ungezwungen und jeden Tag und ganz spontan mit dem Zug und dem Fernbus durch ganz Deutschland und Europa reisen können und nicht so, wie das bisher ist, dass Menschen 48 Stunden vorher ihre Assistenz buchen müssen und dann nicht mal genau wissen, ob sie die überhaupt erhalten. Wir möchten endlich, dass Menschen selber entscheiden können, wo und wie sie wohnen möchten, dass sie selbstbestimmt in ihrer eigenen barrierefreien Wohnung leben können, die dann auch bezahlbar ist, dass Mieten endlich so gestaltet werden, dass wir uns alle auch leisten können, barrierefrei zu leben. Also so, dass wir in unsere Wohnung kommen mit Aufzügen, mit unseren Rollstühlen, die Türen breit genug sind, dass wir endlich selbstbestimmt und entspannt leben dürfen. Wir möchten nicht mehr davon abhängig sein, dass alles gebunden ist an Kostenvorbehalte, dass die Politik sagt, nein, das ist uns zu teuer, Selbstbestimmung kostet so viel Geld, das darf so nicht mehr sein. Seit 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Es wird endlich Zeit, dass dieses nicht nur Versprechen, sondern diese Verbindlichkeit endlich in Wort und Tat umgesetzt wird, und zwar vollumfänglich. Wir geben uns nicht länger zufrieden mit kleinen Häppchen vom Kuchen. Wir möchten den ganzen Kuchen der Selbstbestimmung, der umfänglichen Teilhabe, der Barrierefreiheit, der Wahlfreiheit in allen Belangen. Wir möchten die volle Inklusion in Arbeit, in Bildung. Wir möchten, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber endlich ihrer Verpflichtung nachkommen und behinderte Menschen, egal jedweder welcher Beeinträchtigung, einstellen und anerkennen, dass wir genauso viel wert sind wie alle anderen, dass wir genauso viel leisten können wie alle anderen, dass wir selbstbestimmt, klug, intelligent, wunderschön sind,
egal in welchem Körper wir wohnen und welche Einschränkungen wir haben. Dafür stehen wir heute und wir wünschen uns, dass sich ganz viele an unserer Aktion beteiligen und mit uns solidarisieren. Ja, ich möchte auch noch mal alle auffordern, wirklich eine behindertenpolitische Wahlentscheidung zu treffen, gerade in Bezug auf Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf. Wir wissen, Corona ist da, es wurde viel Geld ausgegeben, es wird eventuell viel im Spektrum von Menschen mit Behinderung gespart, weil die Wirtschaft immer Vorrang hat, das kennen wir, das haben wir die letzten 16 Jahre gesehen. Und Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf brauchen Assistenz und diese Gelder müssen weiterhin fließen. Und ein weiteres wichtiges Thema ist, dass die neue Regierung auf jeden Fall auch nochmal über das Thema Einkommen und Vermögen bei Menschen mit hohem Assistenzbedarf beziehungsweise überhaupt mit Assistenzbedarf über die Eingliederungshilfe nachdenken sollten. Da gehört eine Abschaffung her und nicht, dass die Menschen auch noch doppelt belastet werden, indem sie ihr Einkommen, was hart erwirtschaftet wird, wir gehen alle arbeiten, oder viele von uns, und dann müssen wir jeden Monat viel, viel Geld abgeben, können uns keine eigenen Häuser leisten, die einfach teurer sind, weil wir Barrierefreiheit brauchen. Oder auch beim Vermögen ist immer noch eine Grenze. Damit kann man einfach nicht große Sprünge machen. Genau. Und das Thema Wahlprogramme, der befreundete Verein, das Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz hat die Wahlprogramme auf die Themen für Menschen mit Behinderung durchforstet. Lesen Sie danach, gucken Sie, was Sie interessiert. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren und liebe Touristinnen und Touristen, in 11 Tagen ist Bundestagswahl. Das hat sich herumgesprochen, denke ich. Und es sind viele Schlagworte in der Welt. Viele Probleme werden aufgezeigt. Der Klimawandel, die soziale Spaltung, die nicht bezahlbaren Mieten, die nicht funktionierende Digitalisierung. Das alles sind große Probleme, darum geht's. Aber haben Sie mal was von Behindertenpolitik gehört? Dass unsere Politiker und Politikerinnen von Behindertenpolitik reden? Ich nicht jedenfalls. Und deshalb sind wir heute hier. Denn Behindertenpolitik ist wichtig. Sie müssen wissen, wenn behinderte Menschen nicht länger diskriminiert werden, wenn endlich ihre Menschen- und Grundrechte respektiert werden und sie sich voll entfalten können, gleichberechtigt mit allen anderen, dann ist es eine Gesellschaft, die gut ist für alle Bürgerinnen und Bürger. Davon profitieren alle Menschen in einem Staat, die so mit ihren behinderten Menschen umgeht. Deshalb kann man Behindertenpolitik auch als Gradmesser oder Seismograf begreifen für die Menschenfreundlichkeit einer Gesellschaft. Denn wenn eine Gesellschaft behindertenfreundlich ist und die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen achtet, dann gibt es zum Beispiel ein inklusives Schulsystem. Das bedeutet kleine Klassen mit mehreren Lehrkräften, wo jedes Kind individuell optimal gefördert wird. Und davon profitiert das hochbegabte Kind genauso wie das Kind vielleicht mit Migrationshintergrund, das noch nicht so gut Deutsch kann, oder wie ein Kind mit Behinderung. Davon profitieren alle Kinder. Von einem inklusiven Gesundheitssystem, das barrierefrei für alle Menschen erreichbar ist und kein Zweiklassengesundheitssystem mehr ist, wie es zurzeit mit Privatversicherten und gesetzlich Versicherten der Fall ist. Von dem profitieren alle Menschen. Von einem inklusiven Arbeitsmarkt, in dem nicht 300.000 Menschen in Sonderwelten abgeschoben werden und alle Menschen so viel verdienen, dass sie davon leben können. Davon profitieren alle Menschen. Wenn kranke oder auch psychisch beeinträchtigte Menschen nicht mehr mit Zwangsmedikation und Zwangsmaßnahmen behandelt werden, sondern eben ihnen Psychotherapie und andere Dinge angeboten werden, davon profitieren alle Menschen. Insofern ist Behindertenpolitik ganz wichtig. Sie können eben an der Politik eines Staates sehen, ist dieser Staat menschenfreundlich? Kann man dort gut leben oder nicht?
Und deshalb möchte ich an alle appellieren, sich an unserer heutigen Wahlaktion zu beteiligen und zu gucken, was bedeutet menschenrechtsorientierte Behindertenpolitik. Ehe Sie nächsten Sonntag Ihr Kreuz irgendwo machen, gucken Sie bitte in die Wahlprogramme der Parteien. Wie wird da mit behinderten Menschen umgegangen? Wie soll eine zukünftige Behindertenpolitik in den Augen der verschiedenen Parteien aussehen? Und Sie werden wahrscheinlich sehr schnell zu einer guten Wahlentscheidung kommen, wenn Sie einfach vergleichen, was in den verschiedenen Parteiprogrammen zur Behindertenpolitik steht. Denn Behindertenpolitik ist der Gradmesser für eine menschenfreundliche Politik. Und deshalb appelliere ich an alle, beteiligen Sie sich an unserer heutigen Wahlaktion. Sprechen Sie sich für eine menschenrechtsorientierte Behindertenpolitik aus. Denn egal, ob Sie selber behindert sind, ob Sie mit Behinderung irgendwas am Hut haben oder nicht, Sie werden alle davon profitieren, wenn in diesem Lande mit behinderten Menschen so umgegangen wird, dass ihre Grund- und Menschenrechte geachtet werden. Dankeschön. Es sind ungefähr 1000 Briefe geworden, die wir ausgewertet haben. Und an Beispielen wollen wir einfach mal zeigen, wie die Stimmverteilung war. Auf der ersten Folie sehen wir zwei Kreisdiagramme, die darstellen, wie viele Menschen für Selbstbestimmung und Partizipation gewählt haben und wie viele Menschen sich für Fremdbestimmung und Ausgrenzung entschieden haben. Der größte Anteil des Kreisdiagrammes, nämlich 97%, haben sich für Selbstbestimmung und Partizipation ausgesprochen. Das ist natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis. Und 3% haben für Fremdbestimmung und Ausgrenzung gestimmt. Im zweiten Kreisdiagramm kann man deutlich erkennen, dass 90% für Barrierefreiheit überall abgestimmt haben und lediglich nur 10% auf Hindernisse und Barrierefalle. Eine weitere Folie mit weiteren zwei Themenbereichen zeigt einmal auf das Thema Bildung. Hier haben sich 91% für inklusive Bildungswege ausgesprochen und lediglich 9% haben abgestimmt für die Aufrechterhaltung von Sonderschulen, von dem Sondersystem, was ja auch in Deutschland immer noch sehr stark versteht und besteht und auch nur langsam abgebaut wird. Das zweite Kreisdiagramm thematisiert die Selbstvertretung und die Stellvertretung. Und auch hier haben wir ein tolles Ergebnis für das Motto Nichts über uns ohne uns, also die Selbstvertretung, nämlich 89% haben dafür votiert. Lediglich 11% für Stellvertretung. So, und jetzt schauen wir uns doch nochmal an. Wir haben im Vorfeld viele Leute befragen können zu den Hintergründen. Und da wollten wir einfach mal schauen, wie denn der Hintergrund ist. Und wir haben uns da einfach mal den Faktor Behinderung oder Nichtbehinderung herausgepickt. Und hier zeigt es uns einfach nochmal deutlich, dass zu Themen wie zum Beispiel die Arbeit in Werkstätten, also das sehr segregierte, exklusive, die exklusive Arbeitswelt, sowie auch die Sonderschule, die segregierenden Bildungswege, vermehrt bei Wählerschaft, die ohne Behinderung ist, befürwortet wird. Genauso verhält es sich bei Themen wie die Fürsorge für alle oder lieber das Leben im Heim statt in den eigenen vier Wänden. Und das macht einfach nochmal deutlich, nicht, dass es schlimm ist, keine Behinderung zu haben, sondern dass unsere Gesellschaft natürlich sehr, sehr geprägt ist von wenig Berührungspunkten, dass die Gesellschaft einfach noch nicht so inklusiv ist, wie sie eigentlich sein müsste. Das ist das, was die Zahlen sagen. Und würde es ein diverseres Miteinander geben, wäre auch die Aufklärung natürlich viel höher darüber, was eigentlich die Sonderstrukturen machen mit uns und mit der Gesellschaft machen. So viel aus dem Beirat mit der wissenschaftlichen Auswertung. Ja, ich bin's nochmal, Sigi Anade, ehemals Geschäftsführerin der ISL, heute ISL-Sprecherin für Gender und Diversity. Wir wollen es den Politikerinnen und Politikern natürlich auch einfach machen, nach der Wahl die richtige Behindertenpolitik zu realisieren. Und deshalb haben wir schon
einen ersten Koalitionsvertrag erarbeitet, also Bausteine für einen Koalitionsvertrag. Wir haben das dreigliedrig gestaltet. Der Koalitionsvertrag enthält ein 100-Tage-Sofortprogramm mit 6 Bausteinen. Außerdem soll eine Enquete-Kommission zur menschenrechtsorientierten Psychiatrie als Partizipationsenquete eingerichtet werden. Und zum Dritten geht es um die mittel- und langfristigen Maßnahmen, weil natürlich eine Legislaturperiode ist länger als 100 Tage, nämlich 4 Jahre. Und eben nicht alle Vorhaben lassen sich so schnell umsetzen, weil häufig in unserem gegliederten föderalen System sind ja auch die Länder, die Kommunen zu beteiligen, und das dauert eben einfach. Aber nochmal erst zu der Enquete. Wie gesagt, es soll eine Partizipationsenquete geben mit 3 Gruppen. Zum einen die Selbstvertreterinnen, also die Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Zum zweiten die Angehörigen und zum dritten die Profis, das heißt medizinisch oder juristisch gebildete Menschen. Und die sollen zusammen Wege finden, wie eine Psychiatrie ohne Zwangsmaßnahme, ohne Zwangsmedikation auskommen kann. Und das Besondere bei dieser Enquete, wir machen nämlich ein Experiment. Und zwar gegen das einstimmige Veto der Selbstvertreterin wird keine Empfehlung ausgesprochen. Und wir sind mal gespannt, wie am Ende die Empfehlungen dieser Enquete-Kommission aussehen werden und wie sie umgesetzt werden. Zu den Sofortmaßnahmen, dazu gehört als eine der ersten und wichtigsten Maßnahmen, dass niemand mehr aus Kostengründen gegen seinen oder ihren Willen bei hohem Assistenzbedarf in ein Heim abgeschoben werden darf. Das ist leider trotz UN-Konvention, trotz BTHG, Bundesteilhabegesetz, immer noch möglich. Wenn das Leben in den eigenen 4 Wänden teurer wird als ein Heimplatz, dann versuchen Sozialbehörden, vor allem auf dem Lande und oder in kleineren Städten, ich glaube hier in Berlin ist es besser geregelt, aber woanders im Land, versuchen sie immer noch, Leute auch im jungen Alter in Heime abzuschieben. Und das muss aufhören. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist als Menschenrecht die freie Wahl von Wohnort und Wohnform geregelt. Und es steht ausdrücklich drin, niemand darf gegen seinen Willen in eine Institution abgeschoben werden, sondern der notwendige Assistenzunterstützungsbedarf muss der selbstgewählten Wohnform folgen und nicht umgekehrt. Wenn ich mich also entscheide, mein Leben im Schrebergarten zu verbinden, dann muss die Assistenz in den Schrebergarten kommen oder aufs Hausboot oder wo immer ich auch leben möchte. Es geht um die selbstgewählte, um den selbstgewählten Wohnort und die selbstgewählte Wohnform. Eine andere Sofortmaßnahme ist der Gewaltschutz. Also es wird ein Gremium mit Expertinnen und Experten vom Bund, Ländern und Selbstvertreterinnen eingerichtet, und sie sollen vorschlagen, eine Strategie zum effektiven Gewaltschutz und wie unabhängige Beschwerdestellen flächendeckend eingerichtet werden können. Das schreibt die Behindertenrechtskonvention auch vor. Das hat der UN-Fachausschuss nach der ersten Staatenprüfung Deutschlands auch angemahnt. Passiert ist leider bisher nichts. Auch das steht in unserem Sofortprogramm. Und wer noch mehr darüber wissen möchte, soll sich an einen von uns wenden. Wir haben den Koalitionsvertrag. Wir werden ihn nach der Wahl, bis dahin wird er noch weiter ergänzt durch verschiedene Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter, die noch gute Ideen haben. Und nach der Wahl werden wir ihn an die Parteien, die dann in Koalitionsverhandlungen eintreten werden, zur Verfügung stellen. Die brauchen dann einfach nur abzuschreiben, diesmal dürfen sie das, sollen sie das. Bei Bedarf können wir ihnen auch noch weitere Teile des Koalitionsvertrages schreiben, zur Verkehrswende, zum Klimawandel. Also das können wir eigentlich auch alles. Wenn es alles barrierefrei ist, machen wir auch mit. Okay, in diesem Sinne, eine gute Wahl, informiert euch, wählt richtig, geht auf alle Fälle hin. Danke. Und ich wollte nur euch noch mal kurz ermutigen, alle, die jetzt über den Livestream sich die Veranstaltung anschauen und auch alle, die hier dran teilgenommen haben, geht zur Wahl, wählt, setzt eure Stimme ein, wählt die Partei,
die euren Vorstellungen von einer menschenrechtskonformen Behindertenpolitik am meisten entspricht. Schaut euch die Wahlprogramme gut an. Beschwert euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die Wahlprogramme nicht versteht und dass ihr sie in einfacher Sprache lesen möchtet, denn ihr habt das Recht dazu. Geht wählen, informiert euch, nutzt eure Stimme und helft uns dabei, alle zusammen in Netzwerken, einzelne Menschen mit Beeinträchtigung, Organisationen, Selbstvertretungsorganisationen, aber auch Menschenverbände für und von Menschen mit Behinderung. Lasst uns gemeinsam für eine menschenrechtskonforme Politik arbeiten. Lasst uns den Politikerinnen auf die Füße treten und ihnen immer wieder aufzeigen, wo die Schwachstellen sind. Ich glaube, wir haben in der letzten Stunde durch die Redebeiträge gut gesehen, und ihr alle wisst es, die draußen zu Hause und in den Pflegeheimen und den Institutionen sitzen und gerade an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ihr wisst genau, wo es hakt, was ihr braucht, was ihr möchtet. Lasst euch von der Politik nicht auf der Nase herumtanzen, sondern lasst uns gemeinsam stark machen für eine gute Politik. Menschen mit Behinderung, geht in die Politik. Es gibt gute Beispiele. Stefanie Effner, Konstantin Grosch, Michael Gehr, viele, viele andere, die das noch wollen und mit Sicherheit werden. Kämpft für eure Rechte und lasst uns gemeinsam solidarisch miteinander sein. Also geht wählen, nutzt euer Recht, zur Wahl zu gehen. Endlich haben wir es alle, auch wir Menschen, die unter Betreuung stehen. Lasst uns davon Gebrauch machen und die Politik weiter nachhaltig, jedenfalls wir versuchen es immer wieder, zu verändern.